1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt Unfallopfer. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die selbst schon einen schweren Unfall, welcher Art auch immer, erlebt haben. Dann auch mit Angehörigen, die durch einen Unfall jemanden nahestehenden verloren haben. Und auch gerne mit Rettungskräften oder Unfallseelsorgern. Also das Thema heißt Unfallopfer. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Bernd. Bernd ist 26. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Bernd. Bist du selbst ein Unfallopfer? Nein, ich selbst nicht. Meine damals Verlobte starb bei einem Autounfall. Wie lange ist das her? Das war im August 2005. 2005. Ja. Bei einem Autounfall. Ja. Warst du dabei bei diesem Autounfall? Ja, also wir waren zuerst bei mir und dann wollten wir zu ihr fahren. Sie in ihrem Auto, ich in meinem Auto. Sie ist vorgefahren und dann sind wir auf der Landstraße gewesen und dann kam uns ein Mercedes-Fahrer entgegen, der was getrunken hatte. Und kurz vor ihr zog er dann nach links rüber und erwischte sie frontal. Ein Frontalzusammenstoß? Ja. Bei einer Geschwindigkeit ungefähr von beiden Autos? Also wir sind 100 gefahren und ich glaube, er ist ein bisschen schneller gefahren. Das heißt, du hast das gesehen? Genau. Ich war direkt hinter ihr. Du hast diesen furchtbaren Aufprall, der ja furchtbar sein muss, wenn zwei Fahrzeuge, die 100 fahren, aufeinander prallen. Das muss ja furchtbar sein. Ja, ich stand dann auch völlig unter Schock. Bist du denn auch noch in diese Unfallautos mit reingefahren oder konntest du dein Auto zum Stoppen bringen? Ich konnte in den Graben ausweichen. Was geschah dann weiter? Du bist in den Graben ausgewichen und dann? Ja, dann bin ich sofort aus meinem Auto ausgestiegen. Du warst unverletzt? Ich war unverletzt. Ja. Hab die Polizei angerufen und bin danach sofort nach meiner Verlobten gegangen. Hab versucht, die Tür zu öffnen, ging aber nicht, weil alles total verzogen war und verklemmt. Konntest du sie sehen? Ja, ich konnte sie sehen. Also sie hatte am Kopf schwere Verletzungen, ihre Beine waren komplett eingeklemmt. Und ich habe dann nur noch ihre Hand genommen und zu ihr geredet. War sie da noch bei Bewusstsein, als du zu... Sie war bei Bewusstsein, ja. Ah ja. Aber um den anderen habe ich mich erstmal gar nicht gekümmert. Der kam dann auch von alleine aus seinem Auto ausgestiegen. Also ihm ist weniger passiert. Er hatte nur ein paar Prellungen, glaube ich. Ja, und dann traf auch der Notarzt ein. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gefahren. Er wurde auch mitgenommen. Und hast du dann gesehen, wie die Unfallhelfer deine Freundin, deine Verlobte aus diesem Auto herausgeholt haben und herausgeschweißt haben, vielleicht sogar, wenn es so... Die Tür aufgeschnitten haben. Aufgeschnitten haben, sie rausgezogen. Und bin dann mit ins Krankenhaus gefahren, habe ihre Eltern angerufen und knapp nach 3 Stunden nach dem Unfall ist sie dann im Krankenhaus verstorben. Aufgrund schwerer innerer Verletzungen. Ja, und ich stand dann völlig unter Schock, bin den Flur auf und ab gegangen und sah dann diesen anderen Autofahrer in seinem Zimmer liegen und war plötzlich voller Wut und konnte mich nicht mehr beherrschen und bin dann einfach nur da rein und habe einfach auf ihn eingeschlagen, weil ich eben die Schuld für den Tod meiner Verlobten gab. Ja. Und ja, kam dann für 2 Jahre auch ins Gefängnis. Für 2 Jahre? Versuchter Totschlag. Wie schwer hast du diesen Mann verletzt? Sehr schwer verletzt, soweit ich weiß. Also seine Nase musste gerichtet werden, am Kiefer musste operiert werden und genaueres weiß ich auch nicht. Ich habe ihn dann halt nur bei der Verhandlung noch mal kurz gesehen. Und er sah anders aus als vorher. Also.
Der hat ja nur leichte Verletzungen gehabt durch den Unfall. Ja. Ja. Was für ein Zufall, dass du dann auch gerade in dem Bereich warst, wo er sein Krankenzimmer hatte. Ja, das war ja auf der Unfallstation, wo er dann auch, ach so, ich glaube, er sollte da über Nacht liegen bleiben zur Beobachtung oder so, ich weiß es aber nicht genau. Hast du dann noch konkrete Erinnerungen, als du in dieses Zimmer reingegangen bist? Da war nicht, nur an den Unfall eigentlich noch. Also wie gesagt, als ich in das Zimmer reinging, das war wie ein Blackout. Ich merkte dann nur noch, wie Krankenschwester versuchte, mich wegzuziehen, nicht geschafft hat und um Hilfe gerufen hat, bis mich dann 4, 5 andere Pfleger weggezogen haben. Ja, dann stand schon die Polizei da, hat mich dann direkt mitgenommen. Dann war ich in U-Haft, kam vor Gericht und dann knapp 2 Jahre im Knast. Das heißt, so sehr lange bist du noch gar nicht draußen jetzt? Ein halbes Jahr ungefähr. Halbes Jahr. Das ist ja eine hochtragische und dramatische Geschichte, die du erzählst. Wie hast du all das so bedacht und auch verarbeitet, während du im Knast saßt? Du hast wahrscheinlich 1000 Mal darüber nachgedacht. Ja, da hat man sehr viel Zeit zum Nachdenken und mir wurde auch ein Psychologe an die Seite gestellt, mit dem ich halt reden konnte und hat mir auch sehr geholfen, das alles zu verarbeiten. Weil ich mir auch irgendwo ein bisschen die Schuld gab, weil sonst, wenn wir von mir zu ihr gefahren sind, bin ich eigentlich immer vorausgefahren. Dann hätte er halt mich erwischt und nicht sie. Ja, wobei man natürlich schwerlich davon Schuld sprechen kann. Das ist ein, aber man macht sich halt die Vorwürfe. Ja, natürlich, ja klar, sicher. Gut, du warst in dem Sinne gar nicht zurechnungsfähig, als du da in dieses Krankenzimmer gegangen bist. Nee, dennoch, das hat mein Anwalt auch gesagt, aber die Richterin meinte, wenn ich das am Unfallort getan hätte, dann wäre es auf Unzurechnungsfähigkeit im Affekt gewesen. Ja, das ist aber eine seltsame Auslegung. Da hast du gerade erfahren, dass deine Freundin verstorben war im Krankenhaus. Ja, genau. Und standst du so unter einem irren Schock, wenn man so etwas gesehen hat. Ja. Selbst wenn du nicht bei dir warst, nicht bei Sinnen warst, als du das getan hast, wie bewertest du im Nachhinein diese Tat, dass du diesem Mann so zugerichtet hast? Ja, ich bereue das natürlich. Also ich bin normalerweise gar nicht der Schlägertyp oder so. Aber ja, hast du mal passiert. Ja, du hast nie mit diesem Mann gesprochen, später auch nicht. Nee. Du hast dich auch nicht bei dem entschuldigt. Doch, entschuldigt habe ich mich bei Gericht noch vor ihm, aber er hat mich nicht angeguckt, ich habe ihn dann nicht angeguckt. Hat er sich denn bei dir auch entschuldigt? Ich meine, er ist ja der Schuldige, der den Unfall verursacht hat. Hat er sich entschuldigt? Nein, von ihm kam gar nichts. Wie alt ist deine Verlobte geworden, Bernd? Sie war damals 21. Ja. Jetzt ich war 23. Jetzt sind 3 Jahre vergangen. Ganz, ganz krasse Jahre für dich, die du dir wahrscheinlich so nie hättest vorstellen können in deinem Leben davor. Wie geht es dir heute? Ja, also ist schwer wieder auf die Beine zu kommen, sag ich mal, weil jobtechnisch und so. Also wenn die Arbeitgeber hören, dass ich im Knast war für 2 Jahre, dann kriege ich meistens keine Einstellung. Ich mache jetzt zurzeit auch so einen 1,50 Euro Job. Was hast du denn vorher beruflich gemacht? Industriemechaniker. Ah ja. Fragen denn die Arbeitgeber, warum du im Knast warst? Also ich habe meinem ehemaligen Arbeitgeber das erzählt gehabt, in der Hoffnung, dass er mich vielleicht danach wieder einstellt. Aber wenn ich mich bewerben gehe, die interessiert das eigentlich gar nicht. Das wundert mich. Als Arbeitgeber würde mich das ja interessieren, warum jemand im Knast war. Ja, meistens kommt es gar nicht zum... Verstehe. Also beim Vorstellungsgespräch fragen die nach einem persönlichen Führungszeugnis. Und wenn ich denen dann halt sage, ich war 2 Jahre im Knast, dann sagen die schon... Und tschüss, ne? Und tschüss. Hat uns sehr gefreut. Wir melden uns bei Ihnen. Ja, und an andere Frauen oder so kann ich auch nicht im Moment denken. Also ich bin viel zu sehr mit mir selbst noch beschäftigt. Und was macht die Trauer? Also im Gefängnis, am Anfang war sie sehr stark, weil man halt viel Zeit zum Überlegen hat und einsam ist. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? 6 Jahre. 6 Jahre. Oh, das ist eine lange Zeit. Ja, wir wollten eigentlich heiraten.
glaubst du denn heute, dass du ein wenig die Sache verarbeitet hast? Ja. Also, und könntest du dir so vorstellen, es muss ja vielleicht nicht sofort sein, aber dass du dich durchaus irgendwann nochmal öffnen könntest für eine andere Frau, wie du es gerade angesprochen hast? Später ja, aber im Moment halt, wie gesagt, ich habe so viel selber um die Ohren, wo ich gerade mal das halbe Jahr jetzt draußen bin. Mhm. Du ich hast ja natürlich immer noch an meine Verlobte, aber... Ja. Das heißt, während dieser Gefängniszeit natürlich nicht, konntest du auch nie zu dem Grab gehen. Da durfte ich mit Polizeiüberwachung hingehen, also mit Handschellen und Fußfesseln. Da habe ich dann auch gefragt, die mir die nicht wenigstens vor dem Grab abnehmen können. Mhm. Mit Fußfesseln? Aber, ja, dass ich halt nicht wegrennen kann. Mhm. Durftest du an der Beerdigung teilnehmen? Ja, ich war dabei halt und noch drei Polizisten, die mich dann da überwacht haben. Wie hat dein persönliches Umfeld auf all das reagiert? Deine Freunde, deine Familie? Sie haben mir keine Vorwürfe gemacht oder so. Sie konnten eher den Richter nicht verstehen, vielmehr die Richterin. Mhm. Du fühlst dich zu Unrecht so verurteilt, wie sie dich verurteilt hat? Also so stark verurteilt. Mhm. Also was ich getan habe, war schon nicht in Ordnung, aber... Dann halt 2 Jahre dafür einzusitzen. Hm. Du hattest dir vorher nie irgendetwas zu Schulden kommen lassen? Nee. Gar nicht? Nie aufgefallen durch Gewalttätigkeiten oder dergleichen? Nee. Hm. Gar nicht. Hm. Tja. Nur, ich glaube, auch an meinem Aussehen liegt es auch ein bisschen, weil ich halt sehr, sehr kurze Haare habe und dann denken die meisten halt sowieso, dass ich ein gewalttätiges Potenzial habe. Naja, ich habe auch sehr kurze Haare. Ja. Hoffe, dass man das nicht so glaubt. Lieber Bernd, das ist eine sehr traurige Geschichte. Aber irgendwie glaube ich, dass du jetzt so in so einen Bereich gekommen bist, wo zumindest eine Chance wieder da ist, neu Fuß zu fassen. Ja. Ne? Wenn es auch schwierig ist. Ich bemühe mich auf jeden Fall. Ja. Dabei wünsche ich dir wirklich sehr, sehr viel Glück und alles Gute. Ja. Wenn du gerne noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen möchtest, biete ich es dir sehr gerne an. Ich glaube eher nicht. Also ich habe schon im Gefängnis 1,5 Jahre mit einem Psychologen. Ah ja, okay. War nur ein Angebot. Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Bernd. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, unser Thema heute Nacht heißt Unfallopfer. Ich möchte gerne mit Unfallopfern sprechen oder eben auch mit Angehörigen von Unfallopfern, die vielleicht sogar einen Menschen verloren haben bei einem Unfall. Und auch gerne mit Unfallhelfern, mit Ärzten, mit Rettungspersonal oder auch mit Unfallseelsorgern. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unsere Mailadresse, wie immer domian@wdr.de. Kerstin, guten Morgen, 35 Jahre alt, hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Kerstin. Ja, ich rufe auch an zum Thema Unfallopfer. Ja. Und zwar habe ich vor 18 Jahren auch meinen Verlobten verloren und habe auch selber mit dem Auto gesessen. Also ihr wart beide im Auto? Und noch 2 Freunde von uns, ja. War dein Verlobter der Fahrer? Ja. Wie hat sich jetzt der Unfall zugetragen? Also wir waren auf einer dunklen Landstraße Ende September und da lag Laub auf der Straße. Es war neblig und nass und ein befreundetes Pärchen ist vorgefahren und wir kannten den Weg nicht. Nun ist der Freund vor uns leider etwas schnell gefahren und ist von der Straße abgekommen. Und wir haben nur noch gesehen, wie er an dieser Eiche vorbeigefahren ist und sein Seitenspiegel mitgenommen wurde. Mhm. Und in dem Moment sind wir auch schon gegen den Baum geschleudert worden. Der Wagen hat sich einmal überschlagen. Achso, der Freund ist so haarscharf davongekommen, nur der Spiegel war kaputt. Und genau. Ihr seid volle Kanne gegen den Baum gefahren. Wir haben gefahren. Den Baum voll erwischt, ja. Das heißt, da war auch schon erhöhte Geschwindigkeit definitiv im Spiel. Ja. Mhm. Ja. Wie hoch ungefähr, kannst du sagen? 60 km/h. 60, mhm. Ja. Aber es war definitiv zu schnell. Es war zu schnell, wenn es dunkel ist und neblig und feucht. Und da kam eine Kurve, es war kein Schild da, das auf die Kurve hingewiesen hat, kein Licht, kein gar nichts. Mhm. So, dann gab es diesen Aufprall. Ja. Welche Erinnerungen hast du denn weiter? Ich habe bewusst mitbekommen, wie sich der Wagen überschlagen hat. Mhm. Und es war ein britisches Auto, also ein Rechtslenker. Der Wagen ist dann auf der Fahrerseite, sprich auf der rechten Seite, liegen geblieben. Mhm. Ich bin rausgeklettert, durch den Aufprall ist die komplette Frontscheibe rausgeschlagen worden. Mhm. Bin dann um den Wagen rum, habe meinen Verlobten in den Arm genommen.
er hat mich auch noch angeschaut und hat geatmet und habe dann so darauf gewartet, dass Hilfe kam. Du kamst an ihn heran? Ich kam an ihn heran, ja. Und als die Retter dann eintrafen, haben sie ihn nur noch abgedeckt und haben gesagt, er ist tot. Er ist am Unfallort verstorben? Er ist in meinen Armen verstorben, ja. Und du warst völlig unverletzt? Ich war fast völlig unverletzt, ja. Und die anderen Mitfahrenden? Der eine war so schwer verletzt, dass er eine Woche auf der Intensivstation lag und anschließend noch 4 Wochen im Krankenhaus. Und der zweite konnte nach 2 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Du sagst, dein Verlobter ist in deinen Armen gestorben. Ja. War er da noch bei Bewusstsein? Habt ihr noch miteinander reden oder euch angucken können? Er hat mich angeguckt, aber ich weiß nicht, ob er das noch wirklich bewusst mitbekommen hat damals. Also er hat sicherlich gemerkt, dass er nicht alleine war, aber ob er jetzt wirklich gemerkt hat, wer ihn da hält, das glaube ich nicht, nein. Weißt du, an welchen Verletzungen er gestorben ist? Innere Verletzungen, er ist innerlich verblutet, ja. Das ist ja auch ein unvorstellbar schlimm, wenn man das so hört und sich da versucht hineinzuversetzen. Da stirbt der geliebte Mensch in den Armen. Was hast du dann danach gemacht? Du sagst, man hat ihn überdeckt und weggefahren. Und du, was hast du gemacht? Was hat man mit dir gemacht? Ich selber kann mich nicht mehr erinnern, aber meine beste Freundin, die in dem Wagen vor uns mitgesessen hatte, hat nur noch gesagt, ich wäre wohl die Straße runtergelaufen. Mich hätte irgendein Mann aufgehalten, auf den hätte ich wild drauf eingeschlagen, bis dann die Sanitäter kamen und mir eine Beruhigungsspritze gegeben haben. Hm. Aber ich selber kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Wann setzen denn deine Erinnerungen wieder ein? Als ich meine Mutter aus dem Krankenhaus angerufen habe. Du warst dann auch im Krankenhaus? Ich war auch mit im Krankenhaus wegen dem Schock, ja. Verletzungen waren nicht so schwer, dass ich ins Krankenhaus hätte müssen, aber der Schock saß sehr. Könnte mir aber vorstellen, wenn man dann im Krankenhaus ist und dann aufwacht, dann kriegt man dann nochmal einen Schock, wenn man kapiert, was geschehen ist. Ja. Und dann konnte meine Mutter nicht kommen, weil die auf einer Feier waren und schon getrunken hatten. Und dann hatte ich aber meine Schwester angerufen, die in der Nähe gewohnt hat. Die kam dann und ist dann so lange bei mir geblieben, bis ich irgendwann eingeschlafen bin. Und dann der nächste Morgen, es war einfach, ja, schlimm. Wie lange warst du mit deinem Freund zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Das sind jetzt 18 Jahre vergangen. Ja. Das ist eine lange Zeit. Wie lange hast du gebraucht, um dieses grauenhafte Erlebnis einigermaßen zu verarbeiten und Abstand zu gewinnen? Also verarbeitet habe ich es insofern noch gar nicht wirklich, weil ich kann schlecht bei fremden Leuten im Auto mitfahren. Nachts Autofahren ist für mich ein absolutes Trauma. Im Auto schlafen ist schon, kann ich gar nicht dran denken. Und ich habe es bis heute noch nicht geschafft, selbst einen Führerschein zu machen. Ah ja. Also es sitzt noch sehr tief, aber ansonsten, ja, man lernt damit umzugehen. Nach wie vielen Jahren konntest du dich wieder auf eine neue Beziehung einlassen? Nach 5 Jahren. Nach 5 Jahren? Ja. Das ist lange. Das ist sehr lange. Ich konnte auch nicht zu der Beerdigung, weil er in England beerdigt wurde. Er war Engländer? Ja. Ich habe es erst nach einem Jahr geschafft, zum Grab hinzugehen, seine Eltern zu besuchen. Ich hätte es aber auch so von der Seele her nicht geschafft, vom psychischen her. Das wäre einfach schon allein das erste Telefonat mit seinen Eltern. Wir haben 5 Minuten am Telefon nur geschwiegen und geweint gemeinsam. Ja. Als du dann nach 5 Jahren dich wieder etwas einem Mann angenähert hast, wie hast du das in Erinnerung? Ging das einfach oder war das denn auch noch sehr schwierig und du hast vielleicht verglichen oder ein schlechtes Gewissen gehabt oder so etwas in der Richtung? Schlechtes Gewissen auf jeden Fall, klar. Ja. Verglichen? Nein, nicht wirklich. Und ich muss auch sagen, er ist bis heute immer noch ein Teil von mir. Also ein Teil von mir wird ihn immer lieben. Und ich war mittlerweile auch schon verheiratet und mein Ex-Mann hat sehr große Probleme damit gehabt. Weil er hat einfach gesagt, das ist ein Konkurrent, gegen den er aber nicht ankommt. Aber das zeugt aber von einer sehr unsouveränen Haltung deines Ex-Manns. Ja, das auch. Ne? Also im Prinzip müsste er das ja wirklich akzeptieren. Das ist ja wirklich ein Teil deines Lebens gewesen vor ihm. Und jeder vernünftige Mensch muss doch verstehen, dass das ein absolut einschneidendes Erlebnis war. Nein, das konnte er nicht verstehen. Dass man auf einen Toten nicht eifersüchtig sein kann. Und ich war damals auch erst 17, also... Aber das konnte er absolut nicht verstehen. Hast du... Also diese Zahl 5 Jahre finde ich schon beeindruckend, dass man so lange braucht.
Hast du während dieser Zeit gedacht, ich werde nie wieder einen Mann lieben können? Nein. Das nicht? Nein. Nein, ich habe mir einfach nur die Zeit genommen, die ich gebraucht habe. Mhm. Aber ich wusste irgendwann, er hätte das auch nicht gewollt. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ganz, ganz individuell. Manch einer kann das vielleicht in einem halben Jahr schaffen. Manch einer braucht dafür 5, 6, 7, 8 Jahre. Das aber seine Eltern haben mir da auch sehr zugesprochen. Also die haben immer wieder gesagt, ich soll nicht alleine bleiben. Und die haben mir da sehr viel Mut gemacht und haben mir sehr viel Beistand gegeben in der Zeit. Hast du denn später noch Kontakt zu den Eltern gehabt? Ich habe bis heute noch Kontakt. Bis heute noch? Ja. Das finde ich aber toll. Ja. Das finde ich aber wirklich sehr, sehr toll. Und das werden die Eltern auch sehr schätzen, kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe mittlerweile auch 2 Söhne und sie haben sie auch als ihre Enkelkinder anerkannt. Ehrlich? Also, ja. Das ist aber fast schon ein etwas Rührendes in dieser ganzen Geschichte, dass es dann so einen Fortgang genommen hat. Ja, doch, mit der ganzen Familie von ihm, Geschwister und alle, also ganz toll. Also war das schon eine sehr tiefe Verbindung. Ja. Von deiner Seite bis hinein dann in die ganze Familie. Obwohl ich sie vorher nie gekannt habe. Ich habe sie wirklich erst durch den Unfall kennengelernt, also auf ganz tragische Weise. Und dein jetziger Partner, hast du einen Partner im Moment? Nein. Nein. Der Partner, von dem du die Kinder hast, war das der, von dem du gerade gesprochen hast? Mein Ex-Mann, ja. Ja, ach so. Mhm. Liebe Kerstin, ich danke dir auch für den Anruf. Ja. Und wünsche dir einfach alles Gute und alles Liebe. Ja, dir viel Glück noch bei deiner Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema heute Nacht, Unfallopfer. Ich sage herzlich willkommen jetzt zu Sandra und Sandra ist 47. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Dominan. Hallo, Sandra. Also ich wollte eigentlich von meinem Neffen erzählen. Von wem möchtest du erzählen? Von meinem Neffen. Von Neffen. Hm. Ja, also der ist auf 10. Stock rauf, hoch raus und hat sich da runtergestürzt. Achso, im 10. Stock? Ja, aber der hat es geschafft. Der hat das überlebt. Ja, der ist mit dem 5. Fuß, also ich meine, das sind jetzt so Sachen, die erzählt worden sind, dass er mit seinem Fuß am 5. Balkon, also am 5. Stockwerk hängen geblieben ist. Ach, das ist ja wie in einem Thriller. Das hat diesen Thriller. Sturz vermindert. Ach so, er ist kurzfristig hängen geblieben. Ja, irgendwo muss er hängen geblieben sein. Und dann sein, aber weiter, nochmal erneut runtergefahren. Weil die Ärzte sagen, regulär schafft das keiner. Weil das 35 Meter hoch war. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch so gedacht. Wie alt war dein Neffe? 28. 28. Und wann ist das passiert? Das ist 2002 oder 2003. Ja. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. 5 Jahre. Dennoch wird er wahrscheinlich doch schwere Verletzungen gehabt haben, oder? Ja, also erstmal hat er seinen Fuß verloren. Mhm. Er hat jetzt auch eine Prothese. Sein Becken war kaputt. Mhm. Die haben auch den Darmausgang haben sie erstmal verlegt, dass sie da operieren konnten. Mhm. Also mich grault das jetzt immer noch, wenn ich darüber nachdenke, weil es eigentlich so ein lebensfroher Mensch war, dass er überhaupt sowas gemacht hat. Warum hat das gemacht, weißt du das? Also die Beziehung ist auseinandergegangen, er hatte ein Kind und meine Schwester sagte, er hätte schon vorher so Zeichen gehabt, dass er sich vom Kind verabschiedet hat, hat mit dem Kind nochmal gebadet und hat Susi und Sträuchi haben sie nochmal zusammen geguckt. Und nächsten Tag ist er auch noch zur Arbeit. Wir haben noch mal den Schichtführer, er hat im VW-Werk gearbeitet. Und der hat auch gestempelt um 1 Uhr. Und um 2 Uhr muss er runtergestürzt sein. Und er hatte auch noch ein paar Freunde angerufen. Er würde nach Mexiko gehen. Das war uns, wenn er nach Mexiko gehen will, man kann ja denken, Mexiko ist die große VW-Firma. Dass er da arbeitet. Abhaut, ne? Ja, genau. Zu viel und er hebt sich Geld ab. Hast du ein besonderes enges Verhältnis zu ihm gehabt? Ja, er war oft damals bei uns. Ja. Also auch viel als Kind. Und es war mein 3. Kind. Also schon eine sehr enge, intensive Verbindung. Also das ist ja ein Wunder. Es ist ja ein Engel, der ihn da geführt hat. Ja, das haben wir auch gesagt. Der muss ganz viele Engelchen gehabt haben. Das klingt ja wirklich, wie ich es gerade schon gesagt habe, wie in so einem Thriller im Fernsehen, dass er mit dem Fuß hängen bleibt und dadurch wird die Geschwindigkeit abgebremst und dann fällt er irgendwann nochmal runter und das ist dann weniger schlimm, als wenn er im Ganzen runtergestürzt wäre. Ja, das wäre wahrscheinlich, denn ich meine, die Ärzte sagten, er ist ja nun Sportler gewesen, hat viel Fußball gespielt und die nehmen an, dass das vielleicht
weil er im Sportler war, dass das vielleicht deswegen auch... Das naja, ist, aber ich meine, das sind alles... Das sind Spekulationen. Ja. Hast du denn danach eingehend mit ihm darüber gesprochen? Ja, der hat das gar nicht gewusst. Wo der aufgewacht ist von vom Koma, hat er erzählt, warum ist mein Fuß nicht mehr da? Mhm. Hat jemand den Fuß weggetreten? Der war ja total durcheinander. Also der konnte sich, kann sich bis heute nicht daran erinnern? Nein, kann sich nicht daran erinnern. Ich habe immer zu meiner Schwester gesagt, es wäre gut, wenn er vielleicht da richtig Psychologen und alles aufsucht. Und mit dem Bus, ich bin mit meiner Schwester nicht mehr zusammen, weil ich meinen Neffen helfen wollte. Und ich habe ihn damals in ein Heim gebracht, dass er mit jungen Leuten zusammen ist. Und er lebt jetzt nur mit seiner Mutter zusammen. Wann hast du ihn ins Heim gebracht? Nach dem Unfall? Nee. Nach dem Unfall. Er ist zu mir gekommen, hat gesagt, Sandra, ich möchte weg von meinen Eltern. Aber da war er 28, ne? Ja, ja, er wollte weg. Er wollte da nicht mehr wohnen. Man kann doch keinen 28-Jährigen in ein Heim bringen. Ja, ich habe den jetzt praktisch in ein Psycho, dass er mal aufgearbeitet wird, was da alles mit ist. Mit seiner Familie, mit der Trennung. Und da habe ich ihm geholfen und der wollte unbedingt von seinen Eltern weg. Und wo lebt er jetzt im Moment? Mit seiner Mutter zusammen. Seine Mutter. Achso, das hast du gerade gesagt, ja genau. Hm. Mhm. Und ja, jetzt hast du keinen Kontakt mehr mit den beiden? Dadurch, weil meine Schwester darauf sauer war, dass ich ihn dahin gebracht habe. Ja, ist ja auch merkwürdig. Ich meine, 28-jähriger erwachsener Mann bringt die Tante in eine psychiatrische Anstalt. Das klingt auch ein bisschen komisch. Ja, aber er ist ja neurologisch auch nicht in Ordnung. Mhm. Durch den Aufprall, er ist ja nicht in Ordnung. Ja. Habe ich einen Fehler gemacht. Hätte ich vorher mit ihr absprechen müssen. Mit ihr absprechen müssen? Ja. Ja. Weil er wollte ja nicht nach Hause und ich hatte ja auch meine Familie zu Hause. Ja. Also er hat zwei Wochen bei mir gewohnt. Das siehst du heute so, dass das ein Fehler war? Ja, ich sehe das so. Und hast du das deiner Schwester mal gesagt? Ja, sie spricht ja nicht mehr mit mir. Oder geschrieben? Nein, noch nichts. Also jetzt ist wirklich Funkstelle zwischen euch dreien dann. Was ja auch traurig ist, wenn das mal so ein enges Verhältnis früher war. Ja, das ist richtig traurig und ich finde auch, also mein Neffe hat mich drum gebeten und ich wusste, ich war mit dieser Situation, Domian, war ich überfordert. Mhm. Der stand bei mir vor der Tür und hat gesagt, helfe mir, ich will nicht mehr zu Hause wohnen, ich möchte nicht mehr zurück. Mhm. Er ist mit einer Frau aus Soltau, wo er seine Reha gemacht hat, ist er abgehauen und die hatte Persönlichkeitsgespaltung und mit der ist er abgehauen nach Hameln. Und hat sich nicht mehr bei uns gemeldet, bei meiner Schwester und mir. Ja. Und dann bist du aktiv geworden. Ja, und dann stand er auf einmal bei mir vor der Tür. Ja. Ich würde gerne noch mal was fragen zu diesem Selbsttötungsversuch. Ja. Das ist wirklich so, dass er bis zum Schluss, als du noch mit ihm dann hast reden können, nach seinem Unfall, der konnte sich gar nicht mehr an die Entscheidung erinnern, sich das Leben nehmen zu wollen. Nichts mehr. Ach. Nichts mehr. Alles ausgelöscht. Ja. Und wie hat er es? Aber ihr habt ihm ja erzählt, was er getan hat. Ja. Wie beurteilte er das denn? Er sagte zu mir, das war nur der Alkohol, sonst hätte er es nicht gemacht. Hat er Alkohol getrunken? Ja, die haben oben, die Kripo hat oben eine Flasche Wodka gefunden auf dem Hochhaus. Ach so. Mhm. Und das muss ein richtiger, also Blackout. Mhm. Kann ja auch wirklich sein, dass es so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allen Dingen immer, wenn ein Kind mit im Spiel ist, dass man weitaus gebremster ist, sich das Leben zu nehmen, als wenn man vielleicht alleine in der Welt dasteht und nicht mehr will. Hm. Hat er denn, weißt du das, ob er heute noch Kontakt zu dem Kind hat? Ja, ja, ja. Das schon. Das hält auch seine Mutter sehr aufrecht. Hm. Also es wird alle 14 Tage abgeholt, die unternehmen auch was. Hm. Also das weiß ich jetzt so von Verwandtschaft. Eben. Also kann man eurer Familie, ich meine jetzt mal den ganzen Bereich der Familie, nur hoffen, dass es da irgendwie doch wieder mal eine Begegnung gibt und dass ihr wieder ins Gespräch kommt. Sie ist sogar hingezogen, wo ich wohne. Sie ist ja von ihrem Mann weggezogen. Umso trauriger, dass ihr keinen Kontakt mehr habt. Ja, und wir wohnen sogar gleich um die Ecke. Schreib ihr doch mal. Ja, ich werde das mal machen. Schreib ihr doch mal, du hast ja nichts zu verlieren. Vielleicht. Und ich liebe ja meinen Neffen auch. Ja, und vielleicht gibt es dadurch die Chance, dass ihr wieder in Kontakt kommt. Und das ist doch, es ist doch schrecklich, wenn man so böse ist miteinander. Vor allen Dingen, wenn so ein Unglück passiert ist und alle so viel mitgemacht haben und durchgemacht haben, sollte man da gerade zusammenstehen und sagen, komm, gut, dass wir leben und lass was uns schön machen. Mhm. Ne? Mhm. Liebe Sandra, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, danke schön. Tschüss. Und ich finde deine Sendung ganz toll. Sehr nett von dir, vielen Dank. Gut, tschüss.
Unser Thema heute Nacht heißt Unfallopfer und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die einen Unfall hatten oder mit Angehörigen von Unfallopfern oder auch gerne mit Helfern, die bei Unfällen dann direkt zur Stelle sind mit Rettungskräften, Ärzten und so weiter. Katharina ist hier. Katharina ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Katharina. Hallo? Hallo? Hallo Katharina, du hörst mich. Ja, höre ich. Gehst du mal ein bisschen näher ans Telefon? Du bist irgendwie ja. Sehr weit weg. Ja, ich bin schon nah dran. Jetzt geht es auch. Katharina, bist du selbst ein Unfallopfer? Ja, ich bin selber ein Unfallopfer. Und zwar, mein Opa hatte vor so 14 Jahren hatte er selber einen Treppen gebaut zum Garten. Und vor 14 Jahren? Genau. Mhm. Da war ich dann 4 Jahre alt und er hatte dann von 20 Meter Höhe hat er selber eine Treppe gebaut, Garten hin. Und ich dann als kleines Kind bin da immer rumgelaufen und dann habe ich einen 4 Meter langen Holzbrocken auf den Kopf bekommen und habe jetzt die Narbe heute noch so quer durchs Gesicht. Wie ist der auf deinen Kopf gekommen, dieser Holzbrocken? Ja, ich bin ja durch im Garten rumgelaufen und meine Oma hatte selber zu mir gesagt, lauf nicht bitte rum, nämlich sonst nachher passiert was. Und dann habe ich selber immer gesagt, es passiert nichts. Ja. Und dann ist es doch passiert. Ich sah das nachher dann noch zu mir. Das heißt, habe ich es richtig verstanden, der Opa war oben am Werken und du bist unten rumgelaufen und dann ist was runtergefallen. Genau. Ach so. Wie schwer war dieser Brocken? 1 Kilo oder so oder mehr, weiß ich jetzt nicht mehr genau. 4 Jahre warst du alt. Genau. Wie schwer verletzt warst du? Ich lag 2 Wochen im Koma. 2 Wochen im Koma? Genau. Oh Gott, dann haben deine Großeltern aber in Angst und Schrecken gelebt in der Zeit. Genau, mein Opa weint heute noch. Also wenn er mich sieht, dann... Also ihm war das aus Versehen aus den Händen gefallen, das Ding? Und ja. Er hatte nicht gesehen, dass die kleine Katharina da unten rumturnt? Nee, der hat das schon gesehen, aber... Ich weiß nicht, das kam dann nachher runter, ist halt runtergefallen. Halt ein Versehen, ein Unglück war es. Genau. Mhm. So, dann lagst du 2 Wochen im Koma. Genau. Und dann? Ja, und dann halt kam ich wieder aus dem Krankenhaus raus und muss heute regelmäßig noch zum Arzt gehen für Schmerzmittel und so, weil das heute noch alles brennt und tut nur alles weh. Kaum alles bewegen und wenn ich dann durch die Stadt gehe oder so, gucken immer andere und lachen aus oder so. Also es gibt Folgeschäden bis heute zu deinem 18. Lebensjahr. Genau. Dieser Klotz ist dir direkt auf den Kopf gefallen. Ja, ich sah den so zu mir. Und was sind das für Schmerzen, die du heute hast? Wo hast du die? Im Gesicht, also an der linken Seite. Mhm. An der Wange und direkt neben dem Auge und so ist alles dick und tut höllisch weh. Das ist heute noch immer wieder dick und geschwollen? Genau. Und da kann man nach so vielen Jahren nichts gegen tun? Halt, ich krieg so Salbe immer drauf, ja, aber das nützt auch nicht so. Wie kommt denn das, dass das nie richtig ausgeheilt ist? Das weiß ich selber nicht. Hat das dir nie ein Arzt erklärt? Wie bitte? Hat dir das nie ein Arzt erklärt? Doch schon, halt, er meint, ich soll regelmäßig die Salbe drauf tun, aber die nützt eigentlich gar nichts so. Aber weißt du, ich bin so erstaunt, das ist ja nur immerhin sehr, sehr, ist ja 14 Jahre ist das ja rum her, dass das immer noch so ist. Ist das sehr auffällig in deinem Gesicht, wenn ich dich jetzt auf der Straße sehe, fällt mir das sofort auf? Genau, ja. Das heißt? Die lachen direkt, andere Leute lachen oder... fragen mich dann natürlich, was passiert ist und so. Dann antworte ich denen das und dann stehen sie nur noch mit Mund auf vor mir und sagen, oh Gott. Das heißt, du hast wegen dieser Verletzung, die bis heute andauert, mehr oder weniger, auch ja große Probleme mit dir selbst, kann man vielleicht so sagen, weil du von anderen Leuten immer angestarrt wirst oder die blöde Bemerkung machen. Ja. Hm. Wenn du dich selbst im Spiegel anguckst, wie findest du das? Wie findest du dich, wie du dich so wahrnimmst? Halt, selbstbewusst habe ich nicht. Mhm. Und wenn ich in den Spiegel gucke, fange ich nur noch an zu weinen. Mhm. Und damit so richtig leben kann ich gar nicht. Mhm. Und zudem auch immer noch Schmerzen.
Genau. Was war denn da? War die Schädeldecke geplatzt oder was war genau geschehen durch diesen Aufprall? Halt, ist auch gebrochen gewesen. Mhm. Und die haben das dann halt zugenäht und dann war die Narbe total deep. Ja, und dann war ich auch im Koma und ich wusste gar nichts davon. Mhm. Kannst du dich überhaupt noch, ich meine, du warst 4 Jahre alt, kannst du dich heute überhaupt noch an all das irgendwie ein bisschen erinnern oder ist es auch ganz weg? Ich weiß noch, wie das vorher war, bevor das dann auf meinen Kopf knallte, weil ich da alles noch gesagt habe und so, das weiß ich heute noch. Das weißt du heute noch? Mhm. Genau. Mhm. Sind irgendwelche Schäden im Gehirn auch entstanden? Weißt du das, dass du dich beispielsweise vielleicht nicht gut erinnern kannst oder dass du irgendwie Taubheitsgefühle an irgendwelchen Stellen im Körper hast? Irgend sowas? Ja, das hatte ich. Ich konnte die Beine nicht richtig bewegen. Mhm. Und ich konnte nicht schreiben und nicht richtig sprechen. Aber das geht ja jetzt wunderbar. Genau. Hast du so normale Schule besucht, einen Schulabschluss gemacht? Ja, ich habe jetzt Realabschluss geschafft. Ah ja, super. Mhm. Und jetzt fange ich, also nach den Sommerferien fange ich jetzt mit dem Abi noch an. Super, super, super. Aber du hast Hemmungen und Komplexe wegen deines Äußeren. Ja, ich habe überhaupt kein Selbstvertrauen an mir selber. Mhm. Ich fühle mich hässlich, ich fühle mich einfach unlos, also unnütz. Unnütz? Ja. Hattest du schon mal einen Freund? Ja, hatte ich. Über 3 Jahre lang. Ah ja, und der hat dich dann aber so akzeptiert, wie du bist? Ja, aber dann nachher war er mal mit Freunden mit mir auf meiner Geburtstagsfeier. Mhm. Dann haben die nur noch gesagt, wie kannst du nur mit so einer zusammen sein, die eine Narbe in der Fresse hat und so. Echt, so haben die gesprochen? Ja, und wie gemein. Die haben über mich gelacht. Und dann selber mein Freund dann auch über mich gelacht. Dann hat dein Freund auch über dich gelacht? Genau. Obwohl er vorher so lange mit dir zusammen war und sich dir gegenüber gut verhalten hatte. Ja. Das ist aber schlimm, finde ich. Finde ich sehr schlimm und sehr gemein und sehr schäbig. Schlechten Charakterzug, finde ich. Sehr schlecht. Ich finde toll, dass du in der Schule so gut vorankommst und jetzt auch noch ehrgeizig bist und das Abitur machen möchtest. Respekt, finde ich gut. Danke. Super. Hast du Freundinnen, so schon so Bekannte um dich herum und nahe Leute? Ja, ich habe eine Freundin, die ich schon seitdem ich 3 bin schon kenne und die steht voll hinter mir. Das ist auch viel wert. Super, ja. Mhm. Und deine Eltern? Ja, meine Eltern stehen auch voll und ganz hinter mir. Ja. Meine Eltern leben nur getrennt, aber... Du hast gerade gesagt, dass dein Opa heute manchmal noch weint, wenn er dich sieht oder wenn er sich daran erinnert, an das, was geschehen ist. Ja. Gab es schon mal Zeiten, wo du ihm Schuld gegeben hast? Nein, gar nicht. Gar nicht. Das ist für dich ganz klar ein Unglücksfall gewesen. Genau. Es tut ihm heute noch leid und sagt immer noch, wenn ich jetzt zum Beispiel morgen jetzt zu ihm gehen würde, würde er auch dann sagen, es tut mir leid. Das sagt er dann immer, wenn er mich dann sieht, weil kommt er ihn dann selber alles hoch. Mhm. Ja, dein Opa liebt dich wahrscheinlich über alles. Ja. Und hätte dir nie auch nur ansatzweise irgendwas Böses getan. Und wahrscheinlich ist es für ihn auch eine ganz große Last, dass das geschehen ist. Ja. Mich hat gerade so ein bisschen stutzig und traurig gestimmt, Katharina, dass du sagst, du fühlst dich so unnütz. Wie meinst du das? Ja, so, dass ich nicht gut zu gebrauchen bin, dass ich nur eine Lachnummer bin. Glaube ich nicht. Ich glaube... Das hat damit überhaupt nichts zu tun, wie man aussieht, wie man zu gebrauchen ist. Ich glaube, der wirkliche Wert eines Menschen liegt immer in seinem Charakter, nie in seinem Äußeren. Ja, klar, schon. Aber wenn man dann durch die Stadt geht und dann lachen die erst und dann hat man überhaupt kein Selbstvertrauen mehr. Ja, da muss man vielleicht versuchen, das so ein bisschen zu trainieren, dass man das gar nicht an sich herankommen lässt. Weißt du, es gibt und gab auf der Welt so viele wunderbare Menschen, die so viel Gutes getan haben und so nett waren, die einfach nicht gut aussahen, die hässlich waren sogar. Und trotzdem waren es ganz, ganz tolle Menschen, die man nie vergisst und die Schönen vergisst man. Ja, stimmt auch. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst, Katharina. Vielleicht hat die ja noch eine Idee, was du vielleicht so ein bisschen psychologisch auch machen könntest, damit du ein bisschen stabiler wirst und auch ein bisschen selbstbewusster.
Ja, gerne. Dann könntest du auch so besser durchs Leben gehen und dir würde einiges vielleicht noch besser von der Hand gehen. Denn ich finde, auf mich machst du einen sehr sympathischen Eindruck. Und danke, eine sehr tolle Frau, eine sehr tolle junge Frau. Und das möchte ich gar nicht hören, dass du sagst, dass du unnütz bist und zu nichts zu gebrauchen. Das glaube ich einfach nicht. Ganz okay. Sicher nicht. Dann bitte ich dich, liebe Katharina, bitte ich dich aufzulegen und Sabine, meine Psychologin, ruft dich an und dann könnt ihr beide noch ein bisschen sprechen. Okay, danke. Alles Liebe wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ich dir auch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Hier ist Tom. Tom ist 40. Hallo Tom. Ja, grüß dich. Hallo Tom, schön, dass du da bist. Bist du selbst ein Opfer oder ein Angehöriger? Ich bin weder noch, ich bin Notarzt und Anästhesist an einem großen städtischen Klinikum hier in Norddeutschland. Ah ja. Notarzt, das heißt, du fährst auch mit dem Krankenwagen dann raus? Genau, so ist das. Wie lange machst du das schon? Jetzt mittlerweile seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Erzähl mal ein bisschen von deiner Arbeit. Ja, das ist, man hat ja nie so detaillierte Informationen, wenn man alarmiert wird, jetzt zum Beispiel im Notarztdienst. Mhm. Du kriegst einen Alarm, fährst raus, unterwegs kommt dann eine kleine Meldung, um was für einen Patienten es überhaupt geht. Also ist es jetzt ein Unfallopfer, ist es ein Patient mit einer zum Beispiel Herzerkrankung. Mhm. Also man ist letzten Endes doch immer vor veränderten Tatsachen. Das heißt, jedes Mal ist es wahrscheinlich eine Hochspannung für euch auch oder für dich, wenn du dann an den Unfallort kommst oder an den Ort, von wo genau aus telefoniert wurde, was jetzt genau los ist und was du, manchmal kommt es ja dann wahrscheinlich auf Minuten oder Sekunden an, was du zu tun hast. Genau, also man muss sich super schnell einen Eindruck bilden und dann auch entsprechend handeln. Bist du immer alleine oder ist noch ein Arzt dabei oder bist du der einzige Arzt? Nee, also man ist im Normalfall der einzige Arzt, begleitet durch Rettungspersonal. Das heißt, du alles liegt in deiner Verantwortung. Du musst ganz schnell entscheiden, was zu genau tun ist. Genau. Warum hast du dich vor 3 Jahren überhaupt für diese, wie ich mir vorstellen könnte, extrem schwierige Arbeit und belastende Arbeit entschieden? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Natürlich, letzten Endes ist es eine interessante Tätigkeit. Vielleicht spielt auch so ein bisschen mein Charakter eine Rolle. Also ich bin eine recht gelassene Person und ich denke, da ist man schon ganz gut für geeignet dann für so einen Beruf. Mhm. Spielt bestimmt eine Rolle. Aber letzten Endes ist das Interesse an der Medizin und auch der Akutmedizin. Das ja ist halt mit Klinikarbeit nicht vergleichbar, das, was draußen passiert. Das heißt, es macht dir nichts aus, all die schlimmen Dinge ständig zu sehen, damit konfrontiert zu werden. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber das ist mitnichten so. Also es ist schon belastend. Wie nah kannst du es an dich herankommen lassen? Das ist unterschiedlich, weil manches lässt sich rein auf fachlicher Ebene natürlich gut mit Kollegen besprechen, aber die Emotionen, die kann man nicht immer draußen lassen. Mhm. Das nimmt man schon mit nach Hause. Und da ist schon eine funktionierende Partnerschaft enorm wichtig. Die du hast? Die habe ich, Gott sei Dank, ja. Und du sprichst dann auch zu Hause mit deiner Freundin, mit deiner Frau darüber? Ja, auf jeden Fall. Was geschehen ist. Was, genau. Was war jetzt in diesen 3 Jahren, die du das machst, das für dich das schlimmste Erlebnis und der schlimmste Fall, den du erlebt hast? Das war gar nicht unmittelbar als Notarzt vor Ort, sondern das war im Endeffekt als diensthabender Anästhesist in der großen Unfallklinik, wo dann ein schwerstverletzter Patient nach einem schweren Verkehrsunfall eingeliefert wurde, der praktisch vor unseren Augen ausgeblutet ist, trotz massiver Maßnahmen, die wir ergriffen haben, sowohl von chirurgischer Seite als auch von unserer anästhesiologischen Seite aus. Das heißt, es Blutprodukte gibt ohne Ende, 20, 30, 40 Blutprodukte. Und wir im Endeffekt mit dem verstorbenen Patienten im Saal standen, alle in der Blutlache, die Klamotten blutgetränkt. Und das Komplizierte ist, man hat so einen Tunnelblick in der Situation, in dem um den Patienten geht. Und wenn dann die Arbeit vorbei ist und man sich runterschaut und die Klamotten sieht, das ist das eigentliche Schwierige da. Ja, wenn so etwas passiert ist, wie du es gerade beschrieben hast, da sind mehrere Leute beteiligt und ihr gebt euer Bestes und die Blutlache ist da und dann müsst ihr feststellen, der Mann ist tot oder die Person ist tot. Mhm. Was macht man dann unmittelbar danach? Was machst du unmittelbar danach?
Das ist schwierig, weil das lässt sich emotional auch gar nicht wirklich begreifen. Das ist dann auf einmal so eine ganz kalte Atmosphäre. Es wird halt gemeinschaftlich dann entschieden, der Patient wird jetzt halt zu dem Zeitpunkt für tot erklärt. Mhm. Und man hat immer irgendwas zu tun oder man sucht sich was. Also man hilft noch beim Aufräumen oder geht raus, raucht mit den Kollegen eine oder trinkt einen Kaffee und versucht sich irgendwie zu beruhigen. Redet ihr mit oder redest du mit den Kollegen dann auch konkret über den Fall oder redet man dann nicht mehr so sehr darüber? Eigentlich nicht mehr so sehr darüber. Mhm. Also das ist vielleicht auch fachspezifisch. Also mit den fachfremden Kollegen eher weniger. Dann eher so mit den eigenen Kollegen aus der Anästhesie-Narkose-Abteilung, die das Fachspezifische einfach dann auch anders verstehen. War es dann deine Aufgabe auch jetzt zum Beispiel in diesem Fall, den Angehörigen den Tod mitzuteilen? Nein, war es nicht. Aber in anderen Situationen als Notarzt dann wiederum vor Ort ist das mehrfach schon der Fall gewesen. Ja. Das stelle ich mir sehr, sehr, sehr schwer vor. Das ist schwer, weil man auch da irgendwo seine Emotionen im Griff haben muss. Manchmal kann man sich da nicht abgrenzen und das packt einen irgendwo. Trotzdem muss man versuchen, den Angehörigen dann ganz, ganz klar mitzuteilen, dass halt jemand verstorben ist. Es nützt da auch gar nicht großartig drum rumzureden, großartig zu fragen, wie es dem Patienten vorher ging oder wie die familiäre Situation aussieht. Man muss da ganz klare Worte finden, sonst begreifen das die meisten Menschen nicht. Bei so einem schwierigen Job, bei dem du mit so viel Leid und Elend konfrontiert bist, wie ist das, wenn du in Urlaub gehst? Freust du dich, wenn der Urlaub vorbei ist, wieder auf deine Arbeit? Ja. Was macht die Freude aus? Gute Frage. Letzten Endes ist es ja so, dass man vielen Menschen helfen kann. Also genau. Es ist einfach so. Es hört sich total banal an. Nee, das ist nicht banal. Ja, das stimmt. Natürlich. Wir haben jetzt über die schlimmen und die Fälle gesprochen, wo jemand gestorben ist. Auf der anderen Seite wird es unendlich viele Fälle geben, wo du Leben rettest. Und das ist natürlich auch stelle ich mir ein gigantisches Erfolgserlebnis vor für einen Mediziner. Wenn man weiß. Ich weiß nicht, das hört sich immer so heroisch an, ist es ja in Wirklichkeit gar nicht. Also ich sage immer, ich mache genauso meine Arbeit wie jemand, der, Autos verkauft oder irgendwie wird von uns allen erwartet, dass wir die Sache, die wir machen, gut machen. Ja, dennoch. Gibt es manchmal Situationen, wo du Angst hast, wenn du einen Einsatz zu einem Einsatz musst und ja. Du hast schon so grob Infos? Ja, gibt es. Mhm. Das sind zum Beispiel Verkehrsunfälle, wo man hingerufen wird, wo man als erster Notarzt vor Ort ist und mehrere schwerstverletzte Personen antrifft und jetzt dann wirklich in Sekunden die Entscheidung treffen muss. Wer ist nun schwerer verletzt und man dann teilweise wirklich entscheiden muss, da ist jetzt jemand, dem man eigentlich helfen müsste, aber da ist jemand anderes, der nicht so schwer verletzt ist, wo es sich lohnt. Das ist jetzt rein statistisch formuliert, das hört sich mit Sicherheit grausam an, aber es ist wirklich vor Ort so. Aber unter was für einem Stress ihr dann steht oder du dann stehst, innerhalb von Sekunden solche gravierenden Entscheidungen zu treffen. Ja. Das kann man vor Ort, kann man das ausblenden. Also, ja, das glaube ich, ja. Ja. Aber eben dann das hinterher, ne? Wenn alles vorbei ist und man ist zu Hause oder man sitzt im Auto oder weiß ich was und ist für sich alleine. Mir haben schon Mediziner oft erzählt, dass für sie besonders schlimm ist, wenn Kinder, kleine Kinder in schwerste Unfälle verwickelt sind. Ja. Ist das bei dir auch so? Das ist, glaube ich, bei fast allen Kollegen so, die im Rettungsdienst arbeiten. Also das lässt sich auch ganz spürbar feststellen, wenn man die Einsatzmeldung bekommt. Ich sag mal, bei so normalen Einsätzen, da flachst man auch mal auf der Fahrt zum Patienten, erzählt sich was, wenn man sich lange nicht gesehen hat. Aber wenn es heißt, dass Kinder betroffen sind, dann ist wirklich Stille im Auto. Mhm. Also da ist jeder dann hochkonzentriert und ja. Wenn du hörst, von deiner Einsatzleitung her, es handelt sich um einen Selbsttötungsversuch oder um eine Selbsttötung, gehen da besondere Gedanken und Gefühle in dir ab? Ja, doch, muss ich schon sagen. Inwiefern? Man hat tatsächlich mit dem Tod praktisch zu tun, in unserem Bereich zumindest, der Medizin, und denkt dadurch halt auch vielleicht durch familiäre Situationen, die man selber mal erlebt hat, auch anders über den Tod nach,
als man das vielleicht nicht tun würde, wenn man einen anderen Beruf ergriffen hätte. Mhm. Also das muss ich schon sagen. Gerätst du manchmal in einen Konflikt, wenn du zu einer Person gerufen wirst, die einen Selbsttötungsversuch unternommen hat, aber noch lebt, dass du sie wiederbelebst? Dass du in dem Konflikt stehst, diese Person wollte ja eigentlich sterben und ich hole sie jetzt zurück? In der Situation direkt nicht. Das ist dann im Endeffekt auch etwas, was danach kommt. Also da hatten wir auch mal eine Patientin, die irgendwie zum 6. Mal versucht hatte, sich umzubringen und diesmal aus großer Höhe aus dem Wohnhaus gesprungen war. Und ich hatte dann die Möglichkeit, mich ein paar Tage später mit der Patientin auf Station zu unterhalten und die hat mir dann so ein bisschen ihre Geschichte erzählt. Und da musste ich auch schlucken. Also da habe ich mir dann zumindest im Nachhinein so gedacht, mein Gott, hoffentlich schaffst du es beim nächsten Mal. Mhm. Also es ist zumindest so, dass man es dann auch manchmal ganz gut nachvollziehen kann, was für Motive Menschen haben. Mhm. In der Regel hast du aber keinen weiteren Kontakt zu den Patienten, die dann in die Klinik kommen, oder doch? Prinzipiell nicht, aber was ich halt manchmal mache, wenn es die Zeit dazu lässt, dass ich dann nochmal gucke, wie es den Patienten auf Station geht, also wenn die längeren Klinikaufenthalt haben. Also das mache ich schon manchmal. Was meinst du? Das ist auch schwierig, weil auch da muss man wirklich aufpassen, dass man sich abgrenzt. Das glaube ich auch. Irgendwann frisst es einen dann vielleicht auch auf, dass man auch Grenzen ziehen muss einfach, wenn das menschlich auch im ersten Moment ein bisschen hart ist, aber es ist dann auch eine Form des Selbstschutzes. Genau. Was glaubst du, oder das wirst du vielleicht auch von Kollegen wissen, wie lange kann man in diesem Bereich arbeiten? Wie lange schafft man das kräftemäßig? Das ist eine sehr gute Frage. Also man weiß, dass Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten, egal ob jetzt aus dem Bereich der Krankenpflege oder halt Ärzte, dass die Suizidrate oder die Burnout-Rate extrem hoch ist in der Berufsgruppe. Ich hoffe, ich kann das noch lange machen und ich hoffe auch, dass wenn Außenstehende mitbekommen, also in dem Fall halt meine Frau, dass sich irgendwie mein Verhalten verändert oder meine Lebensphilosophie verändert, dass da dann Menschen an meiner Seite sind, die dann sagen, pass mal auf. Ja, genau. Dass die anderen das wahrnehmen oder bestenfalls natürlich, dass du es für dich auch wahrnimmst. Ja, ja, dass du, könnt ihr mir auch vorstellen, dass die Alkoholikerrate bei Ärzten, die in diesem Bereich arbeiten, auch recht hoch ist. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe es Gott sei Dank ohne geschafft bisher. Ja, oder Medikamentenmissbrauch oder sowas. Das denke ich auch, ja. Das ist unbestritten so. Würde ich ganz zum Schluss noch fragen, du hast es gerade so angedeutet. Wenn man so oft konfrontiert wird mit Leid und Tod, wie denkst du über deinen eigenen Tod? Eigentlich relativ entspannt. Wobei, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, so ganz entspannt ist es nicht, weil man natürlich als Mediziner weiß, wie hochtechnisiert in den Kliniken alles vonstatten gehen kann. Das heißt, also wenn ich jetzt selber mich in der Situation befinde, wo ich nicht mehr selber entscheiden kann, was passiert da mit mir? Und großes Thema. Da ist der Gedanke über den Tod dann nicht mehr ganz so entspannt, wie er im Normalfall wäre. Hast du besondere Angst vor Unfällen aller Art, wo du nun so viele Unfälle schon erlebt und gesehen hast? Nicht direkt, aber es ist schon so, dass ich, also auch wenn es sich doof anhört, aber dass ich mich im Straßenverkehr ein bisschen bewusster verhalte, seit ich in diesem Beruf tätig bin, das muss ich schon sagen. Also, ja. Das glaube ich, und man weiß, was alles passieren kann, ne? Genau. Ja. Lieber Tom, es war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute für deinen wichtigen Job. Ja, herzlichen Dank, Domian. Schöne Grüße in den Norden. Ich danke dir. Danke für die Tschüss. Sendung. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Rahman ist hier. Rahman ist 38. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Domian. Rahman. Hallo. Rahman, was bist du selbst Unfallopfer oder Angehöriger? Ja, ich bin selbst Unfallopfer. Ich bin ein Kriegsopfer. Ein Kriegsopfer? Ja. Von welchem Krieg? Von wo kommst du? Ich bin gebürtiger Iraner und das ist ca. 24 Jahre her. Ich war 14 Jahre alt, wo das passiert ist. Und das ist passiert in dem Irak-Iran-Krieg? Richtig. Ja, ja. Diesen schlimmen Krieg, den Saddam letztendlich angezettelt hat. Ja, genau so ist das. Ja. Erzähl, was damals passiert ist mit dir. Ja, ich bin damals mit ein paar anderen Freunden, sind wir zum Krieg gezogen. Ihr seid zum Krieg gezogen? Ja, wir waren jung und... Mit 14 Jahren? Mit 14 Jahren, ja. Wurdet ihr eingezogen?
Wir wurden nicht angezogen. Ich bin freiwillig hingegangen. Ach so, man hat euch als 14-jährige Jungs genommen in der Armee? Ja. Ach so. Hat man uns mal genommen. Und wir haben uns hingemeldet und wir haben eine dreimonatige Ausbildung gekriegt über Minen und sowas. Ja, dann, ich war ca. 6 oder 7 Monate war ich da. Und beim Minenentschärfen bin ich selber Opfer geworden, bin ich auf Mine draufgetreten. Beim Minenentschärfen? Das heißt, ja. Du warst in einem Gebiet, wo die Iraker Minen gelegt hatten? Richtig. Und du bist dann beim Entschärfen auf eine drauf, also du wolltest eine suchen und bist draufgetreten? Richtig, wir wollten entschärfen und da bin ich selbst draufgetreten. Was ist geschehen dann mit dir? Ja, es gab einen riesengroßen Knall. Ich kann mich heute noch dran erinnern. Und ich glaube, ich bin ein paar Meter vom Boden abgehoben. Und ich bin auf Boden geknallt. Dann wollten meine anderen Kollegen wollten mich helfen. Wir sind leider auch auf Mine getreten. Da sind 2 gestorben dabei. Eine ist sehr schwer verletzt geworden. Da sind insgesamt 4 Minen explodiert. Und von den Minen habe ich auch noch Splitter abgekriegt. Ich habe das richtig gemerkt, wo mein ganzer Körper auf einmal ganz heiß wurde. Nochmal. Ja. Welche Verletzungen hast du davon getragen? Also ich habe heute noch, also noch 300 Splitter noch im Körper. Du hast heute noch 300 Splitter im Körper? 300, ja. Ich habe Milz, war da geplatzt, Oberschenkelbruch, also komplett ganz Körper voll mit Splitter. Du hast keine Gliedmaßen verloren? Nein. Das nicht? Gott sei Dank nicht, nein. Wie wurdest du damals behandelt? Was hat man medizinisch mit dir gemacht? Also ich wurde dann sofort, also erstmal vom Front weggezogen. Dann, wir wurden mit Krankenwagen über 3 Stunden, wir waren unterwegs gewesen. Und da sind wir in so ein Krankenhaus gekommen, dann haben sie mich erstmal notbedürftig versorgt. Dann wurde ich mit Hubschrauber in ein richtiges Krankenhaus gebracht. Und da wurde ich operiert, sofort. Und danach wusste ich schon 3, 4 Tage gar nichts mehr. Dann wurde ich nach Hauptstadt Teheran geflogen, ja. Flugzeug. Ja. Und ab da bin ich fast jedes Jahr oder im Jahr 2, 3 Mal in mein Krankenhaus rein, raus, Operationen. Und man hat bei diesen Operationen immer versucht, neue Splitter herauszuoperieren? Richtig, richtig. Und nach gewisser Zeit die entzünden sich das. Und entweder mussten die raus oder muss die Entzündung raus. Du bist heute ein Mann von 38 Jahren und sagst, du hast noch über 300 Splitter im Körper. Das ist richtig. Das heißt, ja. Du bist eigentlich ein schwerkranker Mann. Ich bin, wie soll ich Ihnen das sagen, ich bin eine tickende Zeitbombe. Hast du permanent auch Schmerzen? Ja. Wie groß sind diese Splitter? Wie kann man sich das vorstellen? Also, das sind verschiedene große. Also im Bauchbereich sitzen etwas größeren, auch im Beinbereich etwas kleineren. Wie groß ist groß? 2, 3 Zentimeter? Oder noch ja, bisschen? Oder noch ein bisschen größer. Ja. Das sind Metallsplitter? Das sind Metallsplitter, richtig. Und die sitzen in deinem ganzen Körper, überall? Im ganzen Körper. Und die kann man nicht weiter operativ entfernen? Ich habe mal ein paar Mal mit Ärzten gesprochen und die sagen, das wäre unmachbar. Man muss quasi den ganzen Körper aufschneiden, um alles zu entfernen. Und das wird wohl nicht gehen, das wird man nicht überleben. Kann ich mir das so vorstellen, dass du immer Schmerzen hast? Ja, immer Schmerzen. Also. Und das kann passieren, dass sich der eine oder andere Splitter an der Stelle, wo er sich befindet, entzündet? Ja, natürlich. Und was würde dann passieren? Ja, dann muss ich zum Krankenhaus, dann muss man gucken. Man wird röntgen und dann wird man festlegen, ob man operieren tut oder erstmal so behandeln tut. Das Schlimmste ist, dass dieser psychische Druck auch noch. Ich stehe manchmal immer noch schweißgebadet auf und träume mich davon. Und ja, genau, da denkst du an das, was geschehen ist und an den Vorfall damals. Wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist, Rahman? Ich bin 85 nach Deutschland gekommen, also ein Jahr genau später, mit 15. Dank meiner Onkel. Bitte? Dank meiner Onkel. Achso, der hat dich hierher geholt. Ja, genau. Ist die medizinische Versorgung hier ja wahrscheinlich viel besser als... Auf jeden Fall. Also viel, viel besser. Du hast gesagt, tickende Zeitbombe, das heißt, du musst immer damit rechnen, dass irgendwas Schlimmes passiert. Das ist richtig, ja. Lieber Rahman, ich muss leider aufhören, weil meine Sendung rum ist. Wir würden dich gerne aber gleich nochmal kurz anrufen.
Alles klar. Ja? Ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen und vielen Dank für deinen Anruf. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik war heute Nacht Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien und offenen Themennacht.